Moin miteinander, long time no see, herzlich willkommen zurück bei Pokémon, die silberne Edition. Ja, wir stehen hier immer noch vor der Arena in Ebonhold City. Ich weiß nicht, habe ich meinen Pokémon schon geheilt? Es ist schon Tag her, aber das wisst ihr ja sicher auch. Gut, scheinbar schon, dann gehen wir doch jetzt in die Seedrachen-Dragon-Höhle. Genau. Das hatten wir zumindest vor. Die See ist ruhig und ich will unbedingt Surfer einsetzen. Okay, Jackie. Oh, wir werden angegriffen. Wer kann es wagen? Es ist ein fucking Carpador. Schaffen wir das? Ich bin mir nicht sicher. Wir geben ihm mal ein Geschenk. Vielleicht lässt er uns dann in Ruhe. Nein, es ist ausgewichen. Uff, ein Glück. Platscher ist vorbeigegangen. Okay, hier, komm, ein Geschenk. Ich glaube, dem hat unser Geschenk nicht gefallen. Neo, was hast du ihm denn da gerade gegeben? Juhu, ab in die Höhle. Boah, ist das eine Scheißmusik. Das ist die Tinnitus-Garantie-Musik. Ich will die noch ein bisschen genießen, deswegen laufe ich hier gerade herum. Erinnert ihr euch noch an die erste Generation am Lavandia-Turm? Also in Lavandia, in dem Pokémon-Turm? Da war die Musik auch so quietschig. Boah, Wahnsinn. Okay, komm, reicht. Ja, bitte, Surfer. Ach, schön. Wie man so eine Musik doch einfach vermissen kann. Oh nein, wieder ein Carpador! Schaffen wir das? Das ist sogar Level 14. Das ist ein Level, bevor es Tackle lernt. Okay, komm, hier, Geschenk. Vielleicht lässt es uns dann in Ruhe. Bestechungsgelder für Carpador. Ja, Bestechung erfolgreich. Carpador lässt uns in Ruhe. Also, für alle, die es nicht wissen, wir segeln hier jetzt durch die Gegend und suchen einen Drachenzahn. Ich weiß, glaube ich, auch noch halbwegs genau, wo der ist. Und hier gibt es auch noch andere TMs und so ein Zeug und ganz, ganz viel, was man sich so mitnehmen könnte. Hier auf jeden Fall nicht. Scheinbar. Aber wir können ja ein bisschen hier Drachenkunde machen. Was steht denn auf dem Schild? Drachenschrein. Der Schrein ehrt die Drachen-Pokémon, die früher in der Drachenhöhle gelebt haben sollen. Hier letzt leben aber keine mehr. Fanden es zu duster. Und die hatten alle Angst vor den Carpador. Oh, das kann Tackle. Neo, lauf! Lauf, Neo! Okay. Das ist nochmal gut gegangen. Ein Dratini! Wisst ihr was? Superball! Superball! Ich drücke immer noch B und A, obwohl ich genau weiß, dass das nichts bringt. Komm. Nein! Nein, Dratini! Okay, wisst ihr was? Wir setzen jemanden nach vorne, der es einschläfern kann. Wen haben wir denn da? Ja, Todo kann das, glaube ich, ne? Todo, du bist so ein Einschläferer. Also, natürlich nur im positiven Sinne. Na, Carpador. Dün, 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 dün. Also, ich will jetzt nicht unbedingt um jeden Preis einen Dratini fangen, aber wenn, wäre schon cool, ne? Also, ihr wisst, was ich meine, ne? Das ist eher so ein On the way Dratini. Ein Dratini to go, bitte! Dün, 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 dün. Ja, und vielleicht haben es einige von euch schon gemerkt, die Folgen kommen relativ unregelmäßig und das wird sich leider auch in nächster Zeit, während ich hier Carpador jagen gehe, erzähle ich euch das jetzt einfach mal, wird sich leider jetzt auch in den nächsten Monaten und so nicht ändern. Ich stehe am Ende meines Studiums und irgendwie habe ich mich voll verfranst und das Examen steht bei mir vor der Tür. Und dafür muss ich natürlich lernen, arbeiten und so ein Zeug, ne? Ist klar, man will jetzt nach so vielen Jahren auch irgendwie das Studium mal abschließen. Jo, und deswegen komme ich einfach nicht zum Aufnehmen, weil wenn ich dann Feierabend habe, bin ich dann so, oh, ey, Feierabend, wie geil. Naja, und that's the point. Aber
wenn dann ich mal einen Moment Zeit habe, Satzstellung war scheiße. Wenn ich dann mal einen Moment Zeit habe, dann nehme ich auf jeden Fall weiter auf. So wie heute. Irgendwie brauche ich Whirlpool, um hier weiterzukommen. Habe ich Whirlpool? Irgendwie bin ich gerade voll neben der... Ah, ich habe Whirlpool. Wann habe ich das denn gelernt? Jackie? Du hast schon Surfer, ne? Gibt es irgendeine Attacke? Ich will eigentlich keine von denen verlieren. Oh, Whirlpool ist so eine Kackattacke. Wie machen wir das? Ich würde sagen, ich mache hier einen kurzen Schnitt und fangen wir mal ein VM-Opfer. Also, bis gleich. Boah, Leute, das hat mich gerade 5 Minuten gekostet. Jedes Pokémon, das ich fangen wollte, mit Angel oder sonst wie, wurde von Toto umgebracht. Jetzt habe ich aber endlich eins und jetzt können wir endlich Whirlpool einsetzen. Puh, das hat echt gedauert. Meine Güte. So ein VM-Opfer ist ganz schön zierlich manchmal, ne? Also die zieren sich dann und dann denkt man, nee, das muss jetzt nicht sein. Dratini! Ich hab's übrigens vorhin nochmal versucht, ein Dratini zu fangen, aber es ist mir nicht gelungen. Silberblick. Ich weiß nicht, ob ich so ein Dratini haben will. Ach komm jetzt. Dratini. Komm schon. Ich glaube, es kommt hier noch ein Rivalenkampf gegen Olli. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Meine Güte. Kannst du bitte einfach mal das Schlafpuder durchkommen lassen, Dratini? Danke dir. Weil angreifen kann ich die nicht. Habe ich schon probiert. Ist Quatsch. Ist Quatsch. Ganz einfach. Es funktioniert nicht. Wow, Dratini, du bist echt übermächtig. Selbst im Schlaf kannst du noch weiter wickeln. Wie auch immer du das machst. Es ist mir ein Rätsel. Also einfach Dratini nur, weil es cool ist. Na. Oh, jetzt paralysiert. Meine Güte. Also wenn wir gleich ernsthaft noch einen Kampf gegen den Rivalen haben, dann sollte ich vielleicht mal Toto wieder auf Spur bringen. So, jetzt sei einfach gefangen. Stell dich nicht so an. Oh. Aber Dratini ist hier voll auf Beef aus. Der schwimmt nicht weg, so wie das andere Dratini vorhin, sondern so richtig. Dem zeige ich's. Komm schon. So, und Ball. Ball, 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 Ball. Also die Hyperbälle habe ich übrigens bei dem anderen Dratini schon ver... Ach komm, das wird doch nix. Irgendwie muss ich ihn schwächen, aber ich bringe ihn um, wenn ich ihn schwäche. Es sei denn, wir probieren mal Tentache aus. Irgendwie wird das sonst nichts. Und ich will jetzt nicht meine ganzen Bälle verschwinden. Tentache, hast du irgendwas, was einfach keinen Schaden macht? Giftstachel zum Beispiel. Soll ich es wagen? Noch ein Giftstachel? Wenn das ein Volltreffer wird, dann war es das. Okay, jetzt ist die ultimative Chance. Vielleicht schaffen wir es tatsächlich, Dratini zu fangen. Das wäre so cool. Ihr merkt schon, ich fange nicht wirklich nach Typen oder irgendeiner Strategie. Ich fange einfach nach Coolness-Level. Komm schon, Dratini. Stell dich nicht so an. Du bist geschwächt. Du hast gerade geschwächt. Komm, komm, komm. Ja, Mann! Juhu! Dratini wurde gefangen. Ein neuer Eintrag im Pokédex. Dieses Pokémon strotzt vor Lebensenergie und lässt sich sauschwer fangen. Es häutet sich ständig und wird dadurch größer. Und irgendwann ist es ein Dragonier. Ja, na klar, Dratini. Einmal kurz auf die Liste geschaut und wir nennen unser Dratini...
Domi, willkommen im Team. Jawohl. So, und jetzt mal ganz kurz hier Heil Session für Todo. Der hat's echt abbekommen. ich habe nur einen Supertrank. Aber ganz viele Hypertrank. Gut, dann kriegt er einen Supertrank. Rup. 31 KP. Gut, wir setzen mal Akuni nach vorne. Falls jetzt wirklich ein Rivalenkampf kommt. So, und hier ist der Drachenzahn? Eigentlich nicht. Scheinbar. Ja, wir setzen Surfer nochmal ein. Da ist der Drachenzahn, jetzt weiß ich's. So. Ah, geschafft. Wuhu! Okay, ich würdige deine Stärke. Nimm diesen Orden. Von nun an können deine Pokémon bis zur Fähigkeit Cascade einsetzen. Ferner werden dich alle Pokémon als Trainer anerkennen und dir bedingungslos gehorchen. Ich möchte dir noch diese TM geben. Sehen hält Feuer, Odem. Nein, das ist nichts mehr mit dem Atem zu tun, du Frechdachs. Wenn du sie nicht möchtest, musst du sie nicht nehmen. Du hast alle Orden gesammelt. Dein Ziel ist die Pokémon-Liga. Auf dem Minico-Plateau. Weißt du, wie du dorthin gelangst? Geh von hier nach Neubarokia, setz den Surfer und begib dich nach Osten. Diese Route ist sehr hart. Mag es nicht, in der Pokémon-Liga zu verlieren. Wenn du verlierst, mache ich immer eine Negerlaune noch wieder. Okay. Habe ich ein Fluchtseil? Fluchtseil vielleicht? Ja, ich habe ein Fluchtseil. Oh, meine Güte. Das war viel härter, als es hätte sein müssen. Hallo, Lupus. Ich habe hier etwas für dich. Könntest du kurz nochmal rüber kommen? Ich bin da. Okay, einen kurzen Schnitt und wir sehen uns dann gleich wieder vor dem Labor von Lind. So, da wären wir und dann schauen wir mal, was Lind uns zu sagen hat. Hi, Lupus. Dank dir sind meine Forschung vorangekommen. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Der Meisterball ist der Beste von allen! Er ist der ultimative Ball. Kein Pokémon kann ihm entwischen. Er wird nur anerkannten Pokémon-Forschern überreicht, aber ich glaube, du hast eine bessere Verwendung dafür als ich, Lupus. Bestimmt. Könntest du mir nicht einfach noch Indivier geben? Sehr cool, aber wahrscheinlich nicht. Na gut. Okay, also, die Umfrage vom letzten Video ist natürlich schon jetzt 2 Monate her, aber sie gilt halt immer noch. Und vielen Dank für alle, die schon mitgemacht haben und gesagt haben, welche Pokémon für die... Oh ne, jetzt nicht noch ein Tantara. Für die Pokémon-Liga ganz cool wären. Und ich habe mir alles notiert und wenn es dann soweit ist, dann werde ich das ultimative Pokémon-Liga-Team bekannt geben. Babadadam. Aber bis dahin müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, weil wir müssen erst noch über diese Route und durch die Siegelstraße und sowieso und überhaupt und immer noch. Es dauert also noch ein bisschen, bis wir da sind. Diese Astrien auf dieser Route machen mir immer das Leben zur Hölle. Immer. Alter. Hey! Weißt du, was du gerade getan hast? Du hast deinen ersten Schritt in Kanto gemacht. Sieh auf die Karte in deinem Pokécom. Nö. Ach Mist, mir fällt gerade ein, wir brauchen unser VM-Opfer nochmal. Wir brauchen unser VM-Opfer nochmal. Okay, wir sehen uns gleich nochmal wieder. Boah, da wären wir wieder. Es hat mich echt viele Bälle gekostet und ich habe sehr viele Pokémon gefangen. Eigentlich nur eins, ein Krabby. Was ich dann noch passenderweise Opfer genannt habe, musste dann aber feststellen, Krabby kann Cascade gar nicht lernen. Und bevor ich dann noch ewig rumgesucht habe, habe ich einfach mal gegoogelt, welche Pokémon Cascade lernen können. Und sieh an, wir haben schon einen, das Cascade lernen kann. Ich habe Domi dabei. Und Domi kann Cascade lernen. Also würde ich sagen, macht Domi jetzt mal für den Moment nichts anderes, als uns den Wasserfall hier hochbringen mit seiner Drachenpower. Und verlernen lassen kann man es dann ja immer noch wieder, gell? Ich wusste doch, dass da was war. Ich lass mich ja nicht verscheißern. Ah, Goldini hätte es auch lernen können. Mist, dann hätte ich mir hier einen Goldini fangen können. Allein dafür kriegst du jetzt einen Donnerschlag, du blödes Goldini. So, verdient. Okay, das war jetzt hier mein Rage.
Oh, ein Zubat. Wie gefährlich. Nicht. Akuni, warum bist du eigentlich... Ach ja, wegen möglichem Rivalenkampf, der nie stattgefunden hat. Naja, gut. Ich habe mich übrigens wieder erinnert, warum ich Rivalenkampf gedacht habe, weil nämlich, wenn man den Rivalen am Ende der Siegesstraße, glaube ich, oder so, auf jeden Fall noch einmal besiegt, dann taucht er immer zu irgendeiner bestimmten Zeit, fragt mich nicht wann, fragt mich nicht wie, in der Drachenhöhle dort auf. Ja, Kaskade! Domi, bring uns den Wasserfall hinauf! Juhu! Und ich will eigentlich auch noch wieder runter, aber das geht wohl jetzt nicht. Cool, Fleckmon. Der hat auch irgendwie so einen Style, ne? Das ist cool. Ich mag vor allem Lamos sehr gerne. Na ja, gut. Dann eben nicht. So, geschafft. Ach, oh, wir sind draußen. Hohoho, das war knapp. Wir gehen erstmal hier rein. Du gibst mir nämlich irgendwas, meine ich. Juhu, TM37, was auch immer das ist, aber es ist umsonst. Deswegen finde ich das gut. Oh, finde ich doch nicht so gut. Nee, ich will keinen Sandsturm einsetzen. Ich traue mich das nicht. Hier. Hallo. Hier kommen nur selten Menschen vorbei. Trainierst du vollkommen allein? Warum stehst du dann hier rum, so einsam und verlassen? Das ist auch was ich mich frage. Müssen die Trainer, die auf irgendwelchen Routen halt Tag und Nacht und immer... Das ist jetzt ein Scheißtyp für mich. Die immer hier rumstehen, müssen die nicht eigentlich mal essen oder sowas? Also, ich frage es mich gerade einfach. Ja, mach ruhig. Heul du ruhig rum. Das hilft dir auch nicht. Es ist zwar nicht effektiv, aber es ist halt eine saustarke Attacke. Uah, das war ja eklig. Hier, kriegst einen Stein ins Gesicht. Viel Spaß damit. Ha! Aber klar, wen haben wir denn noch dabei? Ich glaube, Nio ist stark dagegen, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist das erste Mal überhaupt in Pokémon, dass ich ohne Feuer-Pokémon unterwegs bin. Das ist ja interessant. Eissturm! Achso, das mit der TM Nio beibringen und so weiter habe ich natürlich nicht vergessen. Das kommt alles noch. Nur Geduld, liebe Freunde, nur Geduld. Badum, Spam, Buff, Karums. Okay. Oh, fast ein Level Uppe. Irgendwie war das dieser Floor abzusehen. Du verzögerst das Unvermeidliche nur hinaus. Ich hab doch Hyperheiler dabei, sehr gut. Boah, Igitt, von so einem riesen Ding. Das tut weh. Und paralysiert. Boah. Neo, ey, du schreist auch förmlich danach. Okay, und Eissturm, und das war's mit dir, Bisaflor. Sehr gut, aber die Pokémon-Trainer auf dieser Route haben... Wie viel Erfahrung? Aber auf jeden Fall einiges drauf. Das kann man nicht anders sagen. So, Maya. Danke, danke. Ich weiß, ich bin sehr, sehr stark. Ich bin so stark. Ich bin so stark. Ich weiß ehrlich gesagt durch dieses ganze Herumschnipselei gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Aber ich glaube, ich mache diesen Trainer hier noch allein schon, weil schon so lange keine Folge mehr kam und ich nicht weiß, wann die nächste kommt. Ich kann es euch nicht sagen. Oh. Da. Kriegst einen Stein. Ist, glaube ich, egal, was ich mit Akuni mache. Ja, vor allem auswechseln werde ich jetzt mit Akuni machen. Also Dumi und Jackie sind auf jeden Fall falsch für Elektrostahl. Ich glaube,
Ich habe sowieso niemanden, der wirklich gut jetzt gegen Elektrostahl ankommt, aber ich probiere es jetzt einfach mal mit Todo. Und schlaf. Autsch. Das tut weh, selbst wenn es nur... Das tut trotzdem weh. Hier, Schlafpuder. Boah, Igitt. Hör auf mit so einem Quatsch. Erstmal einschläfern und dann druff. Okay, das macht keinen Schaden. Dann probieren wir es mit Zerschneider. Das macht auch keinen Schaden. Dann probieren wir es mit Säure. Ja, man muss auch ein bisschen ausprobieren. Oh, und er ist schneller als ich. Das ist nicht gut. Okay, das hat nicht mal eine Wirkung. Das ist so gut, ey. Dann probieren wir es weiter mit Rankenhieb. Komm, was soll's. Irgendwann knickt er schon ein. Irgendwann. In nicht allzu ferner Zukunft. Ich hoffe, das nächste Pokémon ist nicht auch ein Elektrostahl-Pokémon. Das wäre echt, echt toll. Oh, Superschall. Na toll. Ich hätte jetzt gerne irgendein... Oh nein, Todo, was machst du denn da? Was ist das denn? Was war das denn? Was war das denn? Oh Mann, ey, ich habe einfach viel zu lange nicht mehr gespielt, merke ich. Oh, was war das denn? Warum denn so viel Schaden? Das war ja unnormal. Also, ich meine wirklich unnormal, oder? Macht das so viel Schaden, wenn man Verwirrung hat? Jetzt komm mal durch hier. Alter Todo! Ey, ich raff's nicht. Wo kommt denn der Schaden her? Also ich hätte gerne mal eine Erklärung, was das denn jetzt bitte schön war. Hier, Jule, rock das Ding. Du bist zwar auch nicht effektiv, aber... Hier, bist es doch super. Nee, auch nicht. Och man. Das ist ja scheißegal, was ich mache hier. Kratzt dich tot. Jawohl. Oh man. Okay. Moorlord. Das wäre... Also ich merke, typentechnisch ist mein Team jetzt nicht so krass gut drauf, oder? Oder was meint ihr? Das könnte besser. Also, falls ihr wisst, was ich meine. Ja, erhöhe halt deine Spezialverteidigung. Und noch ein Hypertrunk. Oh Mann, ey. Aber ich komme durch. Selbst mit meiner Nicht-Strategie, ich komme durch. Wieso kann der Erdbeben? Ach, Mann. Oh, wie frustig. Hier, beiß rein. Lecker Schleimfisch. Oh, cool. Beiß nochmal rein. Lecker Schleimfisch. Boah, Crit. Oh, na gut. Das war's dann. Sorry, Jule. Okay, und Todo. Auf ein neues. Und sei bitte schneller. Nein, nicht! Ah, okay, kommst durch. Da war ich zu schnell. Zu schnell und zu unüberlegt. Okay, das war eine Folge, ey. Ich nenne die, glaube ich, Pleiten, Pech und Pan. Das ist, glaube ich, der beste Ausdruck für diese Folge. So, wer kommt jetzt? Owei, du bist Pflanze, ne? Ach, Neo ist paralysiert, dann schicken wir einfach mal... Einfach mal Akuni rein. Wobei ist auch irgendwie so ein Pokémon, von dem ich nicht weiß, ob ich das ernst nehmen kann. Es sind halt kaputt Eier und davon sind einige Eier auch noch kaputt. Alter, für nicht effektiv. Oh, Solarstrahl, das wollen wir doch nicht. Also bitte noch einfach kaputt machen. Ei, Karamba. Das war schwerer, als es hätte sein müssen. Ed. Er freut sich auch noch. Du!
freust dich, du Sadist, dass du mir hier so eine schwere Zeit gemacht hast. Ich will jetzt eigentlich nicht in noch einen Trainer... wie geil, Arbok. Ich werde jetzt eigentlich nicht in noch einen Trainer reinlaufen, deswegen würde ich sagen, gehe ich zurück zu Ed und verstecke mich bei Ed und beende diese Folge für heute. Also dann, ich hoffe, die nächste Folge lässt sich so lange auf sich warten und dass ihr auch weiterhin mit dabei seid. Wir stellen uns mal, gucken in die gleiche Richtung, da gibt es scheinbar was Besonderes zu sehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier bei Pokémon Silber auf Route zur Pokémon-Liga. Bis zum nächsten Mal, ciao! Ach ja, und vergesst nicht zu sagen, welche Pokémon ihr in der Pokémon-Liga sehen wollt. Also, bis dahin, ciao!